bezog, den findet man auch in Jojo Rabbit. Für seine unterhaltsame Nazi-Satire wurde der Neuseeländer Taika Waititi für das beste adaptierte Drehbuch ausgezeichnet. Thank you. Amazing. Thank you. Zigarette? Oh nein, danke, ich rauche nicht. Jojo Rabbit basiert auf dem Buch Catching Skies von Christine Lunens. Die belgische Autorin mit Wohnsitz in Neuseeland hat allerdings in den 1990er Jahren auch 2 Jahre in Wien gelebt. Ihr Roman über den Hitlerjungen Johannes Betzler, der sich Adolf Hitler als Freund imaginiert, spielt in Wien, genauer gesagt in Otterkring. Ich habe Christine Lunens in Los Angeles zum Interview getroffen. Und hier hinter dieser Tür treffe ich jetzt Christine Lunens. Hallo, hallo Christine, hallo, hey Jojo, mein alter Freund. Hallo Adolf. When you get this, wie sind Sie auf diese Geschichte gekommen? Ich habe mich an die Geschichte einer alten Frau in Frankreich erinnert, der ich sehr nahe stand. Sie hat mir erzählt, dass ihre Familie während des Krieges einen jüdischen Jungen versteckte, den sie dann nach dem Krieg geheiratet hat. Für mein Buch habe ich einfach die Rollen vertauscht. Bei mir findet Jojo, der in der Hitlerjugend ist, ein jüdisches Mädchen, das seine Mutter vor den Nazis versteckt. Hi. Du weißt, was ich bin. Sag es. Ein Jude. Sie haben diese Geschichte nach Wien verlegt. Warum war Wien für Sie der richtige Ort dafür? Nun, weil Wien so eine kultivierte Stadt ist, mit all der Musik, den Philosophen, großen Komponisten und Sigmund Freud. Diese Nazi-Geschichte in Wien anzusiedeln, hatte für mich etwas Unglaubliches, weil es einfach schwer vorstellbar ist, wieso etwas in Wien je passieren konnte. Ich glaube, ich kann das nicht. Was? Natürlich kannst du das. How does it start? Wie kam es überhaupt zur Verfilmung Ihres Buches? 2010 habe ich vom Regisseur eine E-Mail bekommen, in der stand, dass er gerne mein Buch verfilmen würde. Ich dachte, oh, das ist aber mein Baby. Schließlich haben mich aber seine klaren Vorstellungen überzeugt. Das Buch hat ihm übrigens seine Mutter empfohlen. What do you like most? Was gefällt Ihnen am Film am besten? Das ist schwer zu sagen. Ich habe den Film bereits 4-mal gesehen und jedes Mal etwas Neues entdeckt. Was ich aber am meisten liebe, ist, wie die Beziehung zwischen Jojo und dem jüdischen Mädchen nach und nach auch Jojos Beziehung zu seinem imaginären Hitler und natürlich auch die zu seiner Mutter beeinflusst. Wieso hast du so Spaß? Die Dinge ändern sich. Die Alliierten haben Italien eingenommen, Frankreich wird folgen und schon bald ist der Krieg vorbei. Verdammt nochmal! Warum freust du dich darüber? Alles Gute, Mann. Ja, vielen Dank, Herr Christian.